Endlich gab es mal wieder einen Grund zur Freude am Böllenfalltor. Der SV 98 konnte sich am vergangenen Spieltag gegen Holstein Kiel in einer unterhaltsamen Partie durchsetzen und gewann mit 3:2 Toren. Der erste Sieg unter dem neuen Trainer und 3 wichtige Punkte, um sie von den Abstiegsrängen zu entfernen. Am Samstag werden die Darmstädter nun beim HSV erwartet. Auch wenn die Lilien in der Vergangenheit stets in Hamburg punkten konnten, gilt der Tabellenzweite aus dem Norden wohl als klarer Favorit in dieser Partie. Ich glaube schon, dass der HSV Favorit ist in dem Spiel. Ich glaube, das ist klar, aufgrund auch der tabellarischen Situation. Nichtsdestotrotz fahren wir nicht nach Hamburg, um uns vielleicht die Alster anzugucken oder ein schönes Wochenende zu haben, sondern wir wollen etwas Zählbares mitnehmen. Und das ist aber nicht nur jetzt, was das Spiel anbetrifft, gegen Hamburg der Fall, sondern wir wollen grundsätzlich jedes Spiel so angehen, dass wir es gewinnen wollen. Und wir sind in einer Phase, wo wir uns auch jetzt nicht aussuchen können. Und die Liga, ja, ist auch nicht so, dass man jetzt sagt, heute, okay, du kannst verlieren, nächste Woche gewinnst du auf jeden Fall. Also du musst jeden Gegner bespielen. Es ist egal, gegen wen man am Wochenende auftrifft. Es ist immer sehr, sehr schwer. Und von daher ist es eine große Herausforderung. Aber wir gehen mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen hin. Die Jungs haben, glaube ich, auch in den letzten Spielen gut gemacht. Und das wollen wir natürlich, diesen Rückenwind wollen wir mitnehmen nach Hamburg. Hamburg ist nicht allein des Fußballs wegen ein beliebtes Auswärtsspiel bei den Darmstädter Fans. Rund 2000 Lilienanhänger werden in der Hansestadt erwartet. Auch für Trainer Gramotzis ist es eine besondere Reise. Als junger Spieler stand er 2 Jahre lang bei den Hamburgern unter Vertrag. Ja, auf jeden Fall ein schönes Gefühl. Das letzte Mal, als ich dort war, war ich eher Zuschauer. Jetzt bin ich mittendrin. Von daher ist das schon eine sehr, sehr große Vorfreude. Nichtsdestotrotz freue ich mich auch, meine Mannschaft wieder dort spielen zu sehen. Denn wir trainieren natürlich unter der Woche, aber mein Hauptaugenmerk ist immer das Wochenende. Und ich freue mich wieder, die Jungs auf dem Platz zu sehen, dass sie vielleicht ein paar Sachen, die wir auch versuchen, wieder mit den Jungs herauszuarbeiten, auf dem Platz zeigen. Und von daher können wir uns, glaube ich, auf ein gutes Spiel, glaube ich, einstellen.